Luca, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir heute irgendwas vergessen haben. Ich bin nicht, weißt du wie? Haben wir alles dabei? SLS Schalter. Haben wir dabei, ja. 3-polige B16 Automaten. Haben wir auch dabei. Haben wir den LP8 dabei. Haben wir auch. Luca, irgendwie habe ich das Gefühl, heute, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Irgendwas schon seit heute Morgen. Keine Ahnung. Sind Sie mir hin alles? Na gut, also ich tue jetzt um. Die Leute haben nämlich keinen Strom da im Gesamtbus. Wie heißt? Sag. Nein, ich will nicht. Sag jetzt gerne. Grill Pool Challenge. Die Grill Pool Challenge? Kopfdami, wie kann man es vergessen? Du, Luca, ich muss jetzt gehen. Du hast keinen Strom. Ist egal. Und Maschine? Mach mal nächste Woche mit dem Strom. Maschine, lass alles stehen liegen. Und wie? Ich hol die auch nächste Woche. Oh! Heute ist ja die Water Challenge. Los go. Tschüss. Mal den Elektrogrill! Nehmen wir den Elektrogrill! An die Deutsche Krebshilfe und last but not least werden wir jetzt drei Firmen nominieren. Als erstes die Firma Süderlin in Schopfheim, Kälte- und Klimatechnik. Als zweites die Firma Kaiser Holzbau in Bernau. Und als drittes, wie schon im Asal-Video erwähnt, aus Ischgl, die Firma Wolf, die Fiederalpe mit den beiden Wirten Fritzi und Hugo. Wir geben natürlich wetterbedingt diesen drei Gruppen nicht nur 10 Tage, sondern bis 30. Mai 2019 Zeit. Ansonsten gibt es ein Grillfest für die Firma Rümmele. In diesem Sinne, Prost! Dass Handwerk geil ist. Handwerksberufe haben Zukunft und Handwerksberufe sind geil. Deswegen an alle Schulabgänger, eine Ausbildung im Handwerk hat Zukunft.